I'm not the one who's so far away when I feel the snake bite enter my veins. Never did I wanna be here again, and I don't remember why I came. Der Formel-1-Zirkus ist wieder einmal in Südostasien angekommen und bereit, ein neues Zeitalter einzuläuten. Das Rennen hier in Vietnam kann jeden Augenblick losgehen. Eine Runde auf dem Hanoi Street Circuit ist 5,5 Kilometer lang und führt natürlich durch die vietnamesische Hauptstadt. Viele der 23 Kurven wurden von anderen großartigen Strecken inspiriert. Insgesamt bietet die Strecke hoffentlich mehrere Überholmöglichkeiten. Stefan Römer ist heute wieder bei mir in der Kommentatorenbox. Sei gegrüßt, Stefan. Ich bin neugierig. Als jemand, der selbst Streckenerfahrung hat, wie kommt man mit der Nervosität zurecht, wenn man seine Startposition einnimmt? Ich denke mal, Sie werden langsam das Adrenalin spüren, wenn Sie an den Weg zur ersten Kurve denken. Fast so, als ob man sich auf einen Kampf vorbereiten würde. Die unbekannte Situation fordert Nerven, doch das ist gut. So konzentrieren sich alle auf den Moment und ihre Umgebung, während wir auf den Start des Grand Prix zusteuern. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Aufstellung der Fahrer nach einem aufregenden Qualifying von gestern zu werfen. Valtteri Bottas hat gestern gute Arbeit geleistet, der Finne startet von der Pole. Und daneben steht Lewis Hamilton. Und die übrige Startaufstellung ist wie folgt. Leclerc, Albon, Max Verstappen und Vettel, Ricciardo, Sainz Jr., Stroll und Esteban Ocon, Norris, Gasly, Antonio Giovinazzi und Perez, Kvyat, Raikkonen, Kevin Magnussen und Romain Grosjean, Alesi, Latifi, Russell und Wolff. Welcher dieser talentierten Fahrer wird sich heute durchsetzen?
Also Stefan, lass uns darüber sprechen, wer heute zu den Kandidaten für den Fahrer des Tages zählt. Für mich ist das heute Wolf. Das war eine souveräne Vorstellung heute. Wirklich beeindruckend. Es ist Zeit, einen Blick auf die Situation in der Konstrukteursweltmeisterschaft zu werfen. Mercedes baut seine Führung weiter aus. Auch das Team von McLaren hat sich wieder stark in Szene gesetzt und Boden in der Rangliste gut gemacht. Es war ein absolut wildes Wochenende in der Formel 1. Ich freue mich schon auf das nächste Mal.